Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja Leute, kleines Intro. Ich habe eine Menge so zwischendurch aufgenommen, wo ohne Ansage, Absage war. Es kann auch sein, dass ein oder andere harte Cut drin ist, weil ich einfach nicht die Zeit haben werde, das alles ordentlich smoothie zusammenzuschneiden. Ich bitte das zu entschuldigen. Die Staffel ist ein bisschen chaotisch und ja, ich denke, man kann sich's trotzdem angucken. Und ich wollte euch auf jeden Fall ein paar Sachen zeigen. Bevor ich es gar nicht zeige, zeige ich es euch so. Also in diesem Sinne, nun viel Spaß bei der Folge. Siehst du aktuell keinen hier draußen? So. Dann lassen wir mal eben gucken. Was haben wir jetzt gehabt am Squab hier? Schon alles hier drin oder was? 53, ja. Also 197. Ja, nimm das aber mal da raus. Falls sie die zwei Türen wegsprengen, kommen sie nicht sofort drin. Also ich habe jetzt alle Einzelteile mit, die wir scrappen können. Sehr gut. So. Raketenbasis, Militärtunnel, Kraftwerk. Wo wollen wir hin? Also Militärtunnel wird nicht so viel sein. Dingens. Denke ich mal, ist da besser, oder? Was? Raketenbasis? Ja, zumindest, dass wir, bis wir die erstmal gelernt haben, ne? Wenn die gelernt haben, dann ist erstmal shitty go. Ja. Wir gehen einfach erstmal Straße, komm. Straße ist doch. Der Panzer, ich wollte sagen, ey, was höre ich denn? Na gut, hier steht auch nichts rum, ne? Nee. Ich meine, wir können reingehen. Da ist ja dieses eine Ding, da stehen, was weiß ich, 20 Fässer. Von mir aus kann man das Risiko eingehen. Jagt doch einer, oder? Für die Fässer müssen wir hier unten rein. Na, hier können wir rein. Oh, alles weg. Respekt. Da hätte ich nicht gedacht, dass sie hier alle Fässer kloppen. Nicht ein Fass da, Respekt. Doch, da hinten zwei. Ja, wie gesagt, normalerweise stehen hier ohne Ende rum. Briefkasten. Juhu. Ja, lassen wir hier weiter. Da hinten sind Fässer. Da sind schon mal draußen. Warte mal, hier, wir sind doch noch die Tunnel. Lass mal reingehen kurz. Da geht's dahin. Ja, hier sind sie doch. Die Kisten holen sie eigentlich auch relativ selten hier hinten zumindest. Schauen wir mal. Hey!
Da ist auch nochmal eine und hier hinten müsste auch nochmal eine. Oh ne, geht's runter. Nö, da will ich nicht hin. Oh, leggy leg. Zu viel Lichteffekte hier. Da sind Fässer. Dunkel wird's auch. Also ich habe jetzt 11 Metallschrott. 11. Ja, wir müssen halt rein jetzt. Ja, dann gehen wir. Besten wäre hier rüber. Vorsicht, Panzer. Wo ihm er gerade rumeiert. Sieht gut aus. Da auch noch ein Kistchen. So, gehen wir im Fix hier hoch. Da ist eine Kiste. Jo. Panzer. Kurz stehen bleiben, der fährt hier die Straße da lang. Fahr weiter, Junge. So, haben wir noch eine Kiste hinter dem nächsten Ding. Voll buggy, ey. Wenn du so einen bestimmten Winkel hast, verschwindet das Silo. Kannst du durchgucken. Gut. Da steht er. Oh. Direkt so. Am Schredder. Nee, links. Siehst du nicht? Hier, da steht er. Wenn er gleich auf dich schießt, wirst du es merken. Da steht er. Er drauf kommt. Oh, nein. Dann ist er. So, jetzt wird er am Scrabber lang. Ja, wir sollten jetzt fix zum Scrabber erstmal, wa? Können wir gucken, was wir zusammenkriegen hier. Jetzt nur warten, bis er die Straße weg ist. Ist weg, glaube ich. Irgendwie sind wir doch verkehrt, ey. Wir müssen hier rein. Nee, der Scrabber ist da vorne. Ja. Aber der kommt jetzt gleich um die Ecke hier, wie immer. Gut, das kennen wir ja schon, das Spielchen. Tür ist auf, Tür das ist schlecht. Raus. Da oben ist eine Kiste. Ja, ist überall irgendwo, irgendwie Loot. Gut. Na gut, was habt ihr zum Scrabben? Schmeiß mal hin. Ich habe eigentlich nur. Ja, alles, was Einzelteile ist. Wir holen alles rein. So. Jetzt kommt der erst wieder, ey. Irgendeiner steht da schlecht. Will der mich verarschen, oder? Hat er echt jetzt durch die Tür versucht zu ballern? Ja, aber es stellt sich auch vom Garagentor. Muss schon bei der Wand stehen. Alter.
Das Problem ist, der steht da jetzt erstmal eine halbe Stunde. Geht uns auf den Sack. Brauchst du noch Stoff oder was? Ja, alles gut. Und das Schöne ist, die werden erstmal mit dem Airdrop noch eine Weile beschäftigt sein, glaube ich. Die haben gerade im Chat gefragt, ob der Airdrop bei denen auch in der Luft rumbackt. Und normalerweise kennst du den Scheiß jetzt Naja, ich rein. glaube auch. Ich gehe hier vorne raus. So, hältst du dir da hinten die Türe im Auge? Ich Ja. hab die hier im Auge. Kommt er schon wieder. Der Schredder ist da draußen, ne? Der Ja, Scrapper. klar. Sonst That's the wird es ja problem. einfach. Das Schöne ist, der Panzer kommt hier gerade dann gefahren. Oh fuck, Leute, ich muss rennen. Die Sau kommt die Straße runter. Na, zumindest solange wie der Panzer da ist, wird niemand den Das Scrapper ist herfahren. richtig, ja. Das ist richtig. Also 105 habe ich gerade. Ich habe noch 13. Und mit 50 haben wir noch in der Base. Scrapper's aus. Ich weiß noch nicht, wo der gerade rumtrollt hier. Steht einer von euch hier draußen? Nee, ne? Wie bitte? Warum ist da einer oder was? Irgendwas ist hier gerade buggy. Oh, er fährt raus jetzt. Ich muss warten, bis er rausgefahren ist. Na gut, reicht. Wir können zurück. Okay. Hat sich einer gemerkt, wo unsere Butze ist? Nö. A14 oder so, ne? Ja, H14. Na, H14 zu. Nee, doch, H14 zu H15. Na, die Ecke auf jeden Fall, ne? Mal jetzt die Runde. Naja, da ist ja die große Butze. Hätten wir eigentlich auch die nehmen können, die wurde schon geradet, so wie es aussieht. Können wir mal hingucken dann. Jo. Hier wieder einer rumpimmelt. Lass mal alle rein. Vielleicht da, oder? Er will nicht. Ja.
Geil, die Tür ging auf und zwei Leuchtdinger. Zwei Fackeln. Oh, Licht! Ja, hat er mal rangebaut. So. Das ist ein bisschen wohnlich hier ist. Wohnlich. Wohnlich interessiert man sich in Rust. Du schmeißt mir die kurze Hosen auf den Boden. Und du sie aufhebst. Mann, Mann, Mann. So, die Crafting-Maschine hat gelernt. Was haben, hast du sie gelernt? Ja. Sehr schön. Der Traum. Eben eine Tür, zack. Rest hier rein. Da sind nochmal Stoffen. Suit. Perfekt. Ja, aber da siehst du mal, wie ruhig das bei uns ist, ne? Ja. Hier hast du schon ein bisschen mehr Action. Auf jeden Fall, aber es hat sich schon echt gelohnt. Ja, das war jetzt hier reines Glück. Das war Glück, Alter, aber richtig. Ja. Kommst hier eher eine Minute da, Herr Baller. Ne, ja, muss eine Sprengladung, ne? Muss die richtigen Leute dazu holen, ne? Aber diesmal hatten wir alle einen guten Lauf. Ja, ja, aber ich... Wir sollten Lotto spielen. Ich meine ja vom Loot her. Ja. Ich glaube, wir hätten noch zwei Wochen spielen können, wir hätten keine gefunden. Ja, ist so. So, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir zur Hauptputze hier die Klamotten reinlegen? Zur Hauptputze oder was? Wo bist du schon wieder hier? Eine Tür. Ich wollte eigentlich mal den Flatty kurz besuchen gehen. Ich schon aufmachen, hinten, wenn wir einmal hier sind. Schon mal hier hinten bin. Der war ja J5. Hey. Ja, die Frage ist halt, ob wir die Sachen hier lassen sollen oder was? Wenn wir hier looten wollen öfters? Also unsere Klamotten und Sachen würde ich hier drin lassen. Dann würde ich hier machen, rüber zur anderen Base und so können wir hin und her switchen. Wir haben ja einen Schlafsack gelegt. Ja, dann haben wir immer hier ein bisschen Muni und ein bisschen Ding. Deswegen sage ich das ja. Ne? Kann natürlich sein, dass das Ding geradet wird, aber dann ist es halt so. Ja, dann haben wir Pech gehabt, aber wir haben ja Sprengladung jetzt endlich gelernt. Von daher gesehen kann uns das ja egal sein. Ja. Ja, jetzt können wir es jederzeit craften und selber mal auf Raid hochgehen. Ja, würde ich sagen, jeder eine kleine Kiste oder was. Das reicht ja. Mache ich mir noch eben eine kleine Kiste. Und den Rest nehmen wir halt mit, wenn was Wertvolles dabei ist und gut. Ja, dann muss man mal den sauren Apfel beißen und laufen. Ja, da muss halt einmal laufen, klar. Aber kannst dich ja wieder sterben lassen, dann und bist ja wieder hier. Genau. Genau so ist es. Bauschrank ist auch voll für die nächsten 24 Tage. Na, da ist ein Auge drauf. Zack. Spritzen kann ich noch hier reinlegen. Barrikaden. Gut, ich habe mir eine Armbrust erschossen, von daher. Geht's ja. Das war auf jeden Fall gerade ein geiler Look, wenn du blank bist und deine Gummistiefel an hast. Ja, das sieht gut aus. Kannst der Bauer sucht Frau aufspielen. Ja. Guck mal, hier ist so richtig Klamotten drin. Genau. Platztausch. Zack.
Hatten wir noch einen Bogen irgendwie? Holz für einen Bogen zum Craften? Ja, Holz ist da. Holz war noch da, ja. Stoffen haben wir ja auch noch, ne? Nicht wirklich, aber. Wie viel brauchst du denn für einen Bogenstoff? Was waren das nochmal? 60. Brauchst du auch nicht. Beschütze euch schon. Macht euch keine Sorgen. Ja. Mit der Armbrust. Ich habe einen Bogen mit. Ja, siehste. Achso, Hammer kann ich noch hier lassen. Hallo? Lass doch erstmal die eine Tür zumachen. So. So, jetzt. Kommt ja klar, ja. Er ist fertig, echt. So. Ja, hinten habt ihr die Türen die ganze Zeit, ne? In dem anderen Wohnzimmer die Tore dauern auf und zu. Hier macht er die Türen auf und zu, ey. So. Ja, das sieht bei dir aber auch geil aus, ja? Du hast einen Schal um, du hast eine Mütze auf und ja, komplett pass mal nackt. Auf, ey. So. Das Döschen ist benetzt. So, J5 ist das Ziel, glaube ich. Warte kurz. Ja, ihr könnt ja schon mal vorlaufen. Ihr seid ja alle gut bewaffnet. Weißt du, was geil wäre, wenn du das hier oder hier auch wie bei 7 Days to Die irgendwelche Marker setzen könntest, ne? Wo du einfach vom Laufen her das einfacher hast, dich zu orientieren. Ja. Wäre angenehmer. Das wäre angenehmer, ja. Generell, wenn du, ich sag ja, wenn du so die besten Sachen von beiden Spielen nehmen würdest, könntest du schon ein geiles Spiel hinkriegen. Auf jeden Fall. Ja, J4 ist das Ziel. Ja. Keine Ahnung. Und ich finde auch früher war es viel, viel härter, hier zu überleben in Rust am Anfang als jetzt. Also das haben sie schon extrem vereinfacht, finde ich. Ja, was heißt vereinfacht? Du gehörst halt mehr Glück dazu. Früher ist halt jeder gleich am Anfang mit den Hammerwaffen rumgelaufen und hat sich die Fresse einschlagen können, ne? Von daher gesehen waren die Server eigentlich kurzlebiger. Nein, das ist ja eben nicht so. Wird ja immer noch kurzlebig, das ist ja das Schlimme. Ja. Da haben sie ja fast jede Woche gewiped am Anfang. So. Also kein Wunder, dass hier wirklich die meisten Dinger stehen, ja, wenn du siehst, was hier alles in der Nähe ist. Ja, klar. Also sind die. Ist das Raketenbasis und Dingens, ne? Ja, Militärtunnel hier, dann ja, das Kraftwerk. Es knistert. Es knistert. Ich weiß gar nicht, ob schon die NPCs drin sind im Militärtunnel. Also ich war die Tage auf dem anderen Server drin, da war nichts. Ich habe die bei mir auf dem lokalen Server mal aktiviert. Okay. Macht schon Laune. Kannst du auf jeden Fall das Schießen üben. Vor allem, was hier an Stein rumliegt, an Erz, ja. Ja, unglaublich, ne? Da ist schon wieder eine zerfallene Butze mit einer Werkbank. Ich hab noch mal 10 Stoff über, falls wir brauchen. Ja, ein Höschen wäre schon ganz geil. Na, ich habe einen Schlafsack gemacht. Deswegen, falls ich jetzt gleich sterbe, weiß er, dass ich nicht wieder von Timbuktu laufen muss. Ja. So mache ich das halt am Anfang immer, wenn ich irgendwo starte. Ja. Guck mal, hier ist ein Pulli drin und ein Geweih. Also. Guck mal. Läuft doch. So, erkennt er mich auch. Für dich bleibt's Geweih. Hey, du hast ja sogar einen Bart. Ja. Hallo. Moin. Friendly? Na, was haben wir denn hier? Ja, klar. Ja, sicher. Overnamen haben wir auch noch nicht gehört, ne? Gelesen. Ja, muss ja nicht. Ja. Seid ihr neu hier? Ja, keine Ahnung, was du unter neu verstehst. Seid Vipert. Ey, hä, wer seid ihr denn dann? Wir sind außerhalb bei Pier. Ja, siehst doch, wer wir sind, oder nicht?
Habt ihr irgendwie so einen Clan oder so gehabt? Oder habt ihr einen? Nee, wir sind kein Clan. Wir sind ganz normale Rastler. Da müsst ihr aufpassen in die Richtung, ne? Das sind die Examples. Ja, passt schon. Ich glaube, in der Richtung sind die Raws und die GZR, wie heißen, die sind schon, die wurden schon geradet an AQM. Was ist die GZ? Ist hier auch? Na gut, ich renn mal hier ein bisschen rumspazieren, ne? Mach das, viel Spaß. Hau rein. Bis dann. Jo, danke, ciao. Ja. Kleiner Abspann nochmal. Wie gesagt, entschuldigt die harten Cuts und auch, dass es ein bisschen zusammengewürfelt ist ab und an mal. Ja. Wie gesagt, ich denke, man kann sich's angucken und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat trotzdem gefallen und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Würden wir uns drüber freuen in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Ciao.